Seid gegrüßt, meine Untertanen. Nein, und herzlich willkommen zurück zu Station Ears. Ich weiß, in letzter Zeit kam nicht so wirklich nach der Reihenfolge Videos. Dafür will ich mich nochmal entschuldigen, denn es ist zeitlich alles so ein bisschen begrenzt bei mir. Ich hoffe, dass sich das bald ändert und deswegen. Ich will euch nicht auf der langen Folter spannen, was ich schon gemacht habe. Deswegen ist es dunkel. Ich mach mal Licht an. Oh, wie stehe ich denn? Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das da. Ja, wie ihr seht, habe ich hier ein bisschen umgebaut. Ich nehme mal dieses blöde Tablet mal weg. Das dann sieht man ja sonst hier gar nichts. Ich habe hier schon mal ein bisschen zusammengeschweißt. Hier liegt so einiges am Müll rum. Hier ein bisschen durch die Gegend geflogen aufgrund durch Schweißen. Wie man sieht, da haben wir auch ziemlich hohen Druck. Den müssen wir ein bisschen rauskriegen wahrscheinlich. Und ja, wie ihr seht, habe ich hier mal was gebastelt aus den letzten Videos. Ups, was war das? Ach, die Kiste. Oh, ja, die sollten wir mal langsam hier mal leer räumen. Das machen wir gleich. Ist ja gut. Ja, wie ihr seht, habe ich hier mal was hingebaut. Und zwar brauche ich H2 und O2. Das soll alles nicht so bleiben. Das war jetzt hier nur so provisorisch, weil ich schweißen musste. Und ich hatte die Elektrolyse, nennt sich die so, aufgebaut gehabt und die hat immer extrem viel Strom gekostet, dass die Batterie immer extrem schnell leer war. Und deswegen habe ich mich jetzt erstmal für die Variante entschieden, damit ich ein bisschen was zum Schweißen habe. Was? Was? Ah, bestimmt war ich zu nur... Ah, okay. Bist raus hier. Raus. Ich glaube, zu hoher Druck. Ansonsten lasse ich alles gleich fallen. Jetzt sieht ihr mich gleich live sterben. Komm, lass mich raus hier. Puh. Man hat gemerkt, da drinnen ist so ein hoher Druck. Der ist definitiv zu hoch. Wir sollten uns dazu mal schnell entschließen, diesen Druck da rauszukriegen. Dazu nehme ich jetzt mir hier mal ein paar Sachen. Und zwar brauchen wir jetzt erstmal... Wo habe ich denn den? Ach, ja. Immer wenn man neu startet, ist das Fenster mal weg. Das machen wir mal hier drüber. Ja, Essen und Trinken ist noch nicht angeschaltet, aufgrund, weil, ja, ihr wisst. Ich bin da nicht so der fixe Mensch, was betrifft Essen und Trinken. Warum mache ich denn da jetzt wieder zu? Na, egal. So, den ganzen Schnodder, den will ich auch rüber haben. Den können wir mal abbauen hier. Mit den hier? Nee, Akkuschraube. Akkuschraube. Oh, jetzt suche ich hier wieder. Da. Ups, der ist voll. Achso, dann will ich euch gleich noch was zeigen. Das zeige ich euch auch gleich. Warte mal, denn. Achso, das war jetzt. Nee. Den brauchen wir das hier. Ich bin heute irgendwie voll verpeilt. Aber wann bin ich das mal nicht, ne? So, sagen wir mal, wir werden mal unseren Tank hier mal wieder auffüllen. Ja. So, hier habe ich schon mal wieder ein bisschen abgebaut. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier so lassen oder ob wir das hier komplett wieder wegreißen. Das weiß ich noch nicht. Da könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ich es lassen soll und daraus was machen soll oder ob ich es wegreißen soll. Könnt ihr gerne mal schreiben. Würde mich freuen. Dann hätten wir zumindest so ein paar Materialien schon wieder. So, müssen wir uns auch bald drum kümmern. Ich überlege, ob ich die Schleuse und einmal entlüfte, ne? Ich glaube, das mache ich mal eben. Oh, ich habe hier ein Chaos hier, das ist ja unglaublich. Ich kann aber auch gerade... Wir machen das mal so.
machen wir das ganz anders. So. Ja. So, dann ist er jetzt nicht mehr am Strom dran. Ne? Dann kriege ich den hier auf. Oh, jetzt zieht der ganze Druck raus. Man merkt, da ist ordentlich Druck drin. Ne? Man kommt auch nicht mehr rein. Oh, das ist Extremnot, ne? Ja, wir haben ja noch keine Atmosphäre drin gehabt, also von daher geht es. Aber der Druck muss einfach raus. Das hätte ich mal ohne euch machen sollen. Ich will euch da eigentlich ein bisschen was zeigen. Ich will rein. Ich komme nicht mal runter mehr. Man merkt, da ist ordentlich Druck drin. Uiuiuiui. Was ist denn das hier? Achso. Drehen die jetzt wegen dem Druck hier, oder? Ich hab das Gefühl, es kommt gleich Sturm. Weil in der Zeit, wo ich gebaut hatte und geschweißt hatte, war kein Sturm mehr gewesen. Kommen wir jetzt langsam rein hier, oder? Ja, der Druck fällt langsam. Na, hier hinten ist noch Druck. Okidoki. Nee, was ich euch zeigen wollte, ist, also wie gesagt, hier habe ich schon. Hier hinten ist noch ordentlich Druck, ne? Das muss alles mal einmal komplett rausziehen, das ist durchs Schweißen. Und durchs Schweißen müssen wir uns echt mal was Neues einfallen lassen. Und zwar. Ich weiß nicht, ob wir das die Folge machen. Könnten wir eigentlich mal versuchen, die Folge das hinzubekommen, dass wir diese Gerätschaften einfach mal upgraden. Das sieht hier aus. Und dann wollte ich euch mal was zeigen. Und zwar hatte ich ja gesagt, dass wir hier hinten einen Batterieraum machen. Aber ich habe mich dazu entschlossen, wir gehen nach unten. Hier sieht man, ich habe hier runtergebaut und weiter runter. Hier bin ich noch nicht fertig gewesen. Hier hatte ich auch nicht weiter geschweißt aufgrund des Druckes. Und hier soll unser Batterieraum rein. Also so habe ich mich erstmal dafür entschieden. Ob wir... Oh ja, also Batterie erstmal. Ob wir dabei bleiben oder nicht, das wird sich die Tage dann zeigen. So. Dann machen wir das erstmal. Wir lassen noch den Druck noch ein bisschen abfallen. Wird der langsam weniger. Hier war ordentlich Druck drin, ne? Hat man ja gerade gemerkt. So, was brauchen wir denn für den Upgrade überhaupt? Ich habe hier so viel Mist. Ich habe hier so viel Mist. So, ich schmeiße mal raus hier. Dann müssen wir mal... Bald mal ein bisschen. Warte mal, hier haben wir auch noch Kabel. So. Boah, wir haben ordentlich Kabel hier. So, dann müssen wir mal wegstellen hier. Strom kommt rein. Oder ist jetzt hier irgendwas durchgeknallt? Nö. Dürfte eigentlich nicht. Oh ja, oben ist noch ordentlicher Druck Abgang. Warum auch immer er so viel zieht. Ich habe doch gerade gar nichts am Laufen. Na, okay. So, müssen wir gleich mal gucken. Upgrade. Upgrade. Müssen wir erst den machen. Da brauchen wir noch Elektrum und Konstantan. Oh Gott, oh Gott. Elektrum war, glaube ich, Silber. Und Gold, ne? Was brauchten wir da? Wie viel? 8. 9 Silber hätte ich hier. Ich habe aber kein Gold. Hier hätten wir Gold. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen auf Silbersuche. Wobei, es wird gerade dunkel, ne? Das wird gerade so langsam duster, aber wir gehen trotzdem mal kurz auf Suche. Damit wir auch unsere Gerätschaften mal ein bisschen erneuern können. Weil wir brauchen ja auch Silber. Oh, warte mal, ist das nicht sogar schon Silber? Ich habe Silber sogar schon gefunden. Wie geil ist das denn?
Ja, wir brauchen den neuen Bohrer, den besseren Bohrer. Wir brauchen den verbesserten Schmelzofen. Apropos verbesserter Schmelzofen. Ich habe mich mal mit einem unterhalten. Mit wem, werde ich noch nicht verraten. Könnte ich eigentlich. Ich werde die Furnace-Aufbau von dem Elmo nicht aufbauen. Ich habe mich dazu entschlossen, die Furnace von, ich glaube Sascha heißt der. Der hat auch einen ganz anderen Namen eigentlich. Ich weiß nicht, ob er auch wirklich so als Zweitname oder Vorname heißt. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ideat? Ich glaube so wird er ausgesprochen. Ich nenne ihn immer Ideat. Ist einfach. Boah, das ist ja geil, ey. Boah, ich habe gleich zwei Sticks voll Silber. Silber, Silber, Silber. Ich will noch ein Stack haben. Da, da ist noch was. Guti, dann haben wir zwei Stacks Silber. Ne, Kohle brauchen wir jetzt nicht. Gold. Ich brauche Gold. Ich will jetzt aber meinen Goldbarren nicht da verbraten für. Dafür suchen wir uns eigentlich nochmal richtiges Gold. Wenn es euch zu laut ist, dann müsst ihr das mal in die Kommentare schreiben. Dann werde ich den Sound nächstes Mal ein bisschen leiser machen. Wobei mir dröhnt aber auch ganz schön ins Ohr. Mal ein bisschen leiser machen. Gold, Gold, Gold. Also ich muss sagen, dieses Level an Europa ist echt, naja, weil die Ressourcen sind hier echt für den Hintern. Ich finde jetzt gerade kein Gold, ne? Wir können ja gleich mal, was haben wir hier? Eisen. Wie sollte man langsam zurück? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass gleich Sturm kommt. Aber jetzt die Frage: Warum habe ich mich jetzt dafür entschlossen, die Angefurnace zu bauen? Beziehungsweise, warum baue ich keine eigene? Kann ich euch ganz ehrlich beantworten. Ich bin, was das Programmieren betrifft, IC10 total ein Noob. Ich werde mich da zwar noch rantrauen. Jetzt, achso, falsche Taste. Ich war gerade im Angriffsspielmodus. ich werde mich zwar noch drum kümmern. Oh, es geht langsam. Also wie gesagt, ich werde mich da langsam drum kümmern, dass ich auch mal was Eigenes programmieren kann. Dann werde ich euch definitiv daran teilen lassen. Oh, mein Deutsch ist heute aber auch mal wieder für den Hintern. So, dann gehen wir mal hier rein. Und weißt du was? Wir räumen einfach mal den. Nee, komm. Wir packen das hier mal rein. Das brauchen wir hier. So. Ein Stack. Zweiter Stack. Das packen wir da mal hin. Dann packen wir das da hin. Was brauchen wir denn für Konstantan überhaupt? Ich weiß es gar nicht mehr. So. Es war auch relativ einfach. Kupfer und Nickel. Das heißt, wir müssen Nickel und Kupfer finden. Nickel und Kupfer. Warte mal. Kupfer war doch hier irgendwie gleich. Warte mal, ich mach mal da drüben auch zu, ne? Wie sieht's jetzt hier aus mit dem Druck? Ja, ich glaube, jetzt ist es okay. Der Druck wieder okay, dann nehmen wir uns mal Stapelkabel. Machen hier oben mal wieder zu. Den hier. Ich weiß, das ist jetzt hier eine langweilige Folge. Jetzt sind so beide zu. Gut. Geht das wieder alles? Ich hoffe, der hat jetzt hier nicht wieder was umprogrammiert.
Lass mich raus hier. Hallo? Mach mal. Diskette. Wir sind jetzt hier nicht in Ordnung. Ah, jetzt. Hä? Was war das denn gerade? Irgendwie war es gerade richtig creepy. Muss keiner verstehen, ne? Komische Sache. Naja, ist halt so, ne? Oh, die bewegen sich da oben relativ schnell. Ich habe so das Gefühl, dass wir gleich Sturm bekommen. Deswegen laufe ich nicht ganz so weit weg. Warte mal, hier war da irgendwo Kupfer. Ich war der Meinung, hier war irgendwo Kupfer. Ja, und die Lenzbrille, die müssten wir uns dann auch ganz schnell. Ich bewege mich eigentlich schon wieder viel zu weit weg. Dann mal Kohle nehmen wir mal mit. Schon wieder? Ups. Hier. Was macht man eigentlich, wenn man den Bohrer verliert? Und man nichts farmen kann? Dann bist du ja voll am A. Ach nee, das war Blei. Blei. Nee. Blei. Das war Blei. Zumindest ist hier ist unsere Basis. Überall gebohrt. Da ist Kupfer. Ich wusste doch, hier ist irgendwo Kupfer. Ich habe doch gesagt gehabt, irgendwo habe ich Kupfer gesehen. Das war es aber auch schon, anscheinend. Was haben wir hier noch? Ich habe hier teilweise überall irgendwelche Berge entfarmt. Silizium nehmen wir uns auch mal mit. Auch immer gut gebraucht. Ja, der Anfang ist immer so, ja, viel Farming und ich will euch auch nicht überall jetzt mitnehmen, immer wieder. Und ich dachte mir, aber ich mache jetzt einfach mal diese Folge, damit überhaupt auch mal wieder was kommt, damit ihr wisst, okay, da geht noch weiter. Es geht auch weiter, so ist es nicht. Ich bin nur halt zeitlich eingespannt zurzeit und ja, und ich hoffe, dass sich das auch irgendwann mal ändern wird. Ich hoffe es. So. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen Zeit, um mal wieder eine Aufnahme für euch zu machen. Können wir eigentlich auch mal wegschmeißen, den Scheiß da. Obwohl, warte mal, das könnten wir eigentlich mal abmontieren und dann in den Schrottding packen. Dann können wir vielleicht noch eine Ressource raus. Wenn wir den anderen bis da gebohrt haben. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt hier noch schaffen. Oh, hier guckt es auch schon raus, lol. Ist das hier Eis? Warum liegt hier Eis? Warum liegt hier Eis? Nehmen wir mal mit hier. Einfach mitnehmen. Ob wir es brauchen oder nicht, das kann ich noch nicht sagen. Sieht so aus, als würde da was leuchten. So von wegen. Komm zu mir. Was haben wir hier? Oh, Kupfer. Kupfer. Wunderbar. Ja, ich hoffe, euch geht es da draußen soweit ganz gut. Und ihr habt bis jetzt die Tage im neuen Jahr
gut überstanden. Auch wenn es ein bisschen kalt und frostig gerade draußen ist. Ich weiß nicht. Ihr könnt ja mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie bei euch so gerade das Wetter ist. Ob es frostig ist, sonnig ist, warm ist. Im Moment ist es ja so wechselhaft, sage ich jetzt mal. Aber wie immer, unten in die Kommentare. Ihr könnt mich gerne auch in meinen Discord besuchen kommen. Link dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und falls ihr mich gerne mal live sehen wollt, das geschieht meistens immer Livestreaming. Montag, Mittwoch, Freitag. Unterschiedliche Zeiten. Wie immer. Ich habe da leider keine feste Zeit, meistens feste Tage. Aber meistens so ab 18 Uhr kann man damit rechnen. Wir haben schon wieder viel zu viel Kohle. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da bin ich bei Twitch dann online. Live. Live ist live. Falls ihr Bock habt, könnt ihr gerne mal reinschneiden. Da wird aktuell sehr, sehr viel LS22 gezockt. Mit einer anderen Community zusammen. Also da ist ja so ein größeres Community-Projekt gerade. Da sind drei Communities zusammen. Wie man das auch sieht, ja. Also drei Communities zusammen. Ein Projekt. Großes Projekt. Mit fast 16 Leuten am Start. Also der Server ist schon echt hart am Limit, sage ich jetzt mal. Und es läuft. Stabil. Also, nein. Aber wir wollen uns ja nicht über LS unterhalten. Wir wollen uns über Station jetzt unterhalten. Ha, ich finde überhaupt nichts mehr. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade bin. Ich glaube, ich habe mich gerade richtig hart verlaufen. Und wenn nicht, habe ich echt Glück, weil ich laufe hier gerade, glaube ich, so ein bisschen im Kreis. Und finde nichts mehr. Das ist schon nicht schön. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal einen Cut. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich die Ressourcen gefunden habe. Und dann können wir zusammen schmelzen und dann das Upgrade starten. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe leider nicht so viel Gold gefunden, aber man sieht, Konstantan könnten wir machen schon mal. Silber haben wir drüben. Hier habe ich ein bisschen Gold gefunden, aber nicht ganz so viel. Und ich bin rechtzeitig zurück, weil ich musste mein Jetpack einmal auffüllen und Batterie war auch gut, so gut wie leer. Ich bin rein und es fing an zu stürmen. Ja, da bin ich rechtzeitig zurückgekommen und ich dachte mir, komm, bevor wir jetzt da weiter raussuchen, bauen wir jetzt eben erstmal den Spind auf, damit wir hier drinnen mal ein bisschen aufräumen können. Also der Sturm läuft schon eine ganze Weile. Ich habe ein bisschen gewartet, aber irgendwie läuft der immer noch. Ja, für euch war das jetzt ein kurzer Schnitt, eine Sekunde, für mich sind es jetzt schon fast eine Dreiviertelstunde und Gold ist echt rar irgendwie, keine Ahnung. So, wir bauen uns jetzt erstmal hier zwei Spinde, würde ich sagen, und dann räumen wir hier mal ein bisschen auf, weil das ist ja der reinste Chaos hier. Licht müssten wir eigentlich auch demnächst mal machen. Das könnten wir eventuell in der nächsten, übernächsten Folge machen. Wollen wir den großen bauen? Ja, komm, wir bauen den großen. Dann brauchen wir sowieso jeweils zwei. Wie war denn nicht jetzt? Achso. Ich bin immer, wenn ich was bauen will, will was drehen, dann bin ich immer im anderen Spiel irgendwie. Ich weiß auch nicht. So, dann bauen wir einmal hier einen hin. Und ja, komm, den letzten Eisen da noch. Machen wir das hier mal aus. Man hört, es ist immer noch Sturm. Ist so krass. So, man könnte eigentlich diese Schränke auch ohne diese Türen haben. Weil ständig hier diese auf und zu machen, weiß ich nicht, keine Ahnung, kann man später vielleicht mal machen. Jetzt will ich aber erstmal ein bisschen aufräumen, damit der ganze Schnodder hier nicht rumliegt. Tatsächlich so mal, aber ein bisschen sortiert. Also ich versuche es zumindest. Hier haben wir die 45. Hier haben wir 50.
Hier haben wir noch einen Kabelstack. Den setzen wir dahin. Hatte ich nicht auch. Ah, genau. Hier hatte ich einmal Kabel. Machen wir es einmal so. Und so. Dann haben wir den hier. Drüben haben wir ja auch noch einen Spind. So. Wir haben doch hier, genau, die Lerndingern, die packen wir mal hier unten hin. Hier war doch noch irgendwo einer, oder? Da. Na ja, gut, 25% sind da noch drin. Die müssten wir denn auch demnächst mal. Warte mal, hier haben wir noch Glasscheiben. Packen wir mal da hin. Schmelzsicherung. Was haben wir denn überhaupt alles hier? Da haben wir noch was. So, den packen wir auch mal zur Seite. Das sieht hier schon wieder aus in mein Inventar. Das ist ja unglaublich. Du gehst dahin. So, dann nehmen wir dich hier noch mit. Lass mich hier raus. Man hört, der Sturm läuft immer noch. Oh, der Sturm ist vorbei. Aber die Batterie ist nicht ganz aufgefüllt. Ja, der Sturm ist vorbei. Ich würde sagen, aber trotzdem, dass wir das Ganze in der nächsten Folge machen. Mit dem Schmelzen. Und Upgraden. Weil in der Zeit gehe ich dann nochmal gleich farmen. Ich räume in der Zeit hier nochmal ein bisschen kurz auf. Ich glaube, das wollt ihr jetzt nicht unbedingt sehen. Aber das können wir hier noch eben in den Schrank packen. Da müssen wir mal was extra machen. Da würde ich sagen, ich gehe nochmal auf Goldsuche. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also, wenn ihr dieses Video trotzdem gefallen hat, auch wenn es ein bisschen langweilig war, kannst du gerne einen Daumen nach oben lassen. Aktiviere die Glocke, falls du kein weiteres Video mehr verpassen willst. Und abonniere diesen Kanal, falls du das auch noch nicht gemacht hast. Das Ganze ist kostenlos. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin für heute raus. Euer SimGamer. Ciao, ciao.